Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Angeschaut-Video. Heute Crystal Clash. Das Ganze ist gesponsert von Katapult. Ich bin nicht alleine, also im Tutorial schon, aber danach bin ich nicht alleine. Da habe ich nämlich den Shugura wieder mit am Start. Skr, skr. Es ist Spaß zerstören, ganz normal. Sieht aus wie ein Aram. Let's go. Wir bauen Spawner. Nur, dass wir hier am Strand sind. Ja, ne? Am Strand ist es viel schöner. Das ist so. Das ist so. Du kannst nur in der grünen Zone beschwimmen. Also wir haben Spawner und wir haben Beschwörungen. Ja. Also soweit alles gut. Ist die Balliste langsam. Das ist gut, indem du einen Zauber spielst. Let's go, Zauber. Zauber. Pfeilhagel. Ich habe jetzt einen super Ritter. Es ist genügend Essenz, um einen weiteren Spawner zu bauen. Yay! Mit mehr Taste kommen wir auf die Basis zurück. Bogenschütze Spawner. Let's go, Bogenschütze. Bogenschützen, Ballisten. Soldaten. Oh, Soldaten dazu. Gehen die Spawner automatisch? Ja, ne? Die ja. Spawnen einfach irgendwann automatisch, ne? Es geht automatisch alles. Okay. Sehr gut. Guter Ball des Lichts, ja, let's go, den Helden da spawnen, würde ich sagen, wa? Spam einfach mal Units. Sind wir ehrlich. Wenn wir es können, spawnen wir Units. Damit es schneller geht. Easy win. Nice. Diese Plebs. Scheiß Bots. Weiß ich, oh, erstmal auf Vollbildchen. Klicke hier, um die Quest zu öffnen, weil ich gerade nicht kann, weil mein Steam Bock hat. Wähle deine neue Karte. Lehrenbringer, Gatling, Drohne oder Saatling. Was hast du genommen? Ich hab noch gar nichts, ich lese mir gerade die Sachen durch. Nicht geblendet werden. Lärmblinger klingt schon geil, ne? Ja, der klingt am interessantesten. Das ist wohl Lärmblinger, der Deckbild. Kann ich das hier einmal... Ah, perfekt. In den Vollbild.
So. Deckbilder. Armee des Lichts mit einem Lernbringer. Das ist natürlich witzig. Okay, fügen wir hinzu. Das Game hat, by the way, einen Echt-Game-Shop. Ja. Allerdings, soweit ich mitgekriegt habe, nur für Cosmetics. Okay. Also kein Kartenhändler, der mit Echtgeld funktioniert, soweit ich weiß, sondern nur Cosmetics. Okay, habe ich das jetzt drin, die neue Karte? Ich hoffe. Ich glaube schon. Doch, da unten. Spielen. Okay, ich glaube, ich kann dich einladen. Per Steam kann ich dich nicht einladen. Hast du deine Freundes-ID zufällig? Ich habe eine Freundes-ID. Ja, wenn du auf Spielen klickst, dann hast du rechts hast du Freunde. Ja. Genau. So. So, Spieler einladen, Spura in Teams einladen. Let's go. Kooperativ gegen die Golems oder gegen andere Leute? Lass einmal gegen Golems testen, wie es funktioniert. Let's go. Schwierigkeitsgrad Stein. Mehr können wir nicht spielen. Nice. Dann let's go. Diese Steine. Gespannt. Ich sollte noch den Ton leiser stellen, glaube ich. Das hätte ich machen sollen. Hier? Ist mal ein bisschen leiser, sodass man dich auch besser versteht. Mönche. Mönche, die aussehen wie Gragas, finde ich. Ja. Lichtimpuls verletzt, betäubt und blende bis zu 12 gegnerische Einheiten. Was haben wir hier? Schilde hoch. Schildblock. Oh oh. Damit. Mönche sind aber ziemlich strong. Das ist dasselbe Deck, glaube ich, ne? Wir haben, glaube ich, einzeln dasselbe Deck, ja. Ja. Nicht viel zu sehen bei uns, was Unterschiede angeht. Ey, der Sensenmann stirbt aber super schnell, ey. Das ist so. Ich würde sagen, easy GG. Das ist so. Victory! Eieiei. Bots hatte keine Chance. Ist so, da ist die Stein-Elo-Wheel. Oh, man den kann Kartenhändler freigeschaltet haben wir auch. Steinweber, bla, macht 400 Schaden und verstärkt Rüstung. Ich finde die Gatling-Drohne ja ganz geil. Frostschock ist ein.
Dauer verpasst, da schießt es. Glaube ich tatsächlich die Gatling-Drohne dieses Mal. Okay, ich habe das Gatling-Geschütz diesmal zur Auswahl gehabt. Okay. Hatte 30 Damage und 230 Armor. Startdeck der grünen Legion freigeschaltet. Aha. Ah, wir haben jetzt die Bewahrer der Natur. Karten hin. Ach, guck, wir spielen mit. Dings hier weiter praktisch. Ich schwöre 17 Mönche, dann kriegen wir den Priester. Wenn wir den Priester freigeschaltet haben, kriegen wir Pfeilhagel. Aha, aha. Son. Ja, aber noch können wir gar nichts machen. Blaue Legion, das sind die Gatling-Schütze, okay. Eine Legion, also mehrere Legionen. Interesting. Okay. Wenn ich jetzt. Muss ich jetzt irgendwas drücken, damit ich die Grünen spielen darf? Du hast neue Karten. Ja, das weiß ich, dass ich neue Karten habe. Ich glaube, das kannst du gleich auswählen, wenn wir in das Spielen reingehen. Kannst du, glaube ich, auswählen, was du spielen willst. Du gehst dann mit dem Grün rein? Ich würde mit dem Grün reingehen. Ich will den Sensenmann aber reinpacken. Was kannst du? Das kannst du beim Deckbalder machen. Ich nehme die Decklinge. Dann nehme ich die Armee des Lichts weiter und nehme die Gatling-Drohne mit. Nochmal gegen Bots oder gegen andere Leute? Ich würde nochmal gegen Bots, damit ich das Deck hier testen kann. Okay, dann gehen wir. Dann gehen wir diesmal gegen den Bronze rein. Bist du ready? Jo, ich bin ready. Ah, ausgewählte Decks ist ein Bewahrer der Natur. Ich gehe nochmal mit der Armee des Lichts, aber ich habe den Sensenmann rausgenommen. Sensenmann raus, dafür habe ich die Gatling dabei. Ich habe den Sensenmann in den Naturvolk jetzt drin, ne? Weil die Energie brauchen und die kann er dann quasi sammeln. Ja. Kurzlingsspawn. Ah, die spawnen extra Einheiten. Natürlich ging das Einzelziel nicht so cool, die Gatling, aber ich glaube, das AOE ist schon ganz geil. Wenn das da hinten das AOE-Feld ist. Machen wir Schilde hoch, ne? Ist ja eine. Sollen wir ja machen, hat man schon gesagt. Alter, hast du da eine Riesenarmee? Ach, das sind nur so kleine Pflänzchen, okay. Genau, die lassen denn jetzt immer wieder neue Gegner spawnen. Interesting, interesting.
Ja, Bronze ist aber schon härter. Das ist so. Die wehren sich. Dann komme ich gerade nicht vorwärts, weil ich keine Einheiten und keine Energie habe. Es geht mir aber tatsächlich gerade ähnlich. Mehr Damage könnte die Gatling-Drohne gerne machen. Türme werden stärker, okay. Spawner brauchen auch leider so lange, bis sie nachgespawnt sind. Ne? Meine Gnome kommen auch gar nicht an die Gegner ran, ne? Ja. Ja, ich komme ein bisschen weiter. Normaler Ping, Angriffsping, Verteidigungsping. Ja, wir haben auch Pings. Okay. Verstehe. Ah. Wir können auch uns gegenseitig Einheiten zuschustern. Ah. Ich hab dir jetzt einfach mal einen Spawner nämlich von Scharfschützen. Oder Bogenschützen auch hingestellt. Kriegst du jetzt immer ein paar Bogenschützen von. Okay. Das ist cool. Okay, ja, das macht natürlich Sinn, ne? Ja, jetzt machen natürlich auch die Pings Sinn, so. Dann kann man hier nämlich auch mal so ein Mönchchen stellen. Er tankt dann ein bisschen was, hoffe ich. Oder auch nicht, mein Mönch ist einfach instant tot. Alter Vater. Bronze ist schon härter. Wie viel die Damage machen. Guck dir an, wie schnell dieser Mönch einfach tot ist. Aber der Ding ist strong bei dir, ne? Der Lärmbringer? Ja, weil ich ihn buffe. Ah, okay. Ich habe einen Buff, dass er quasi einmal so einen Wachstumsschub kriegt. Okay.
So, jetzt ist aber hier Party an der Front. Stand hier. Also kannst du praktisch aber auch zwei Decks aufeinander synergieren. Ja, ne? Und dann sagen, ja, let's go. Easy win. Easy win. Alter Vater, aber die Grünen sind irgendwie cool, aber irgendwie auch echt anfällig für alles. Ja. Errungenschaften freigeschaltet. Ich habe Ashes Fall bekommen. Nächstes Level erreicht. 2 versus 2 Schnellsuchung kooperativ gegen die Kohle und so weiter. Aber das haben wir doch gerade schon gespielt. Zwei der Karten kann ich nicht kriegen. Ich krieg den Waldläufer-Spawner, darf ich nicht nehmen. Puls ja. Zweites, ich kann nur die Skelette nehmen. Geil. Skelett-Spawner, okay. Aber ich habe den Priester freigeschaltet. Ja. Die Priester-Karte. Und den Priester-Spawner. Und die Gravitationsumkehrung. Oh mein Gott, jetzt habe ich aber hier alles freigeschaltet. So, den Priester-Spawner haben wir. Was haben wir hier? Ganz viele Belohnungen. Neues Deck freigeschaltet. Na, was gibt's jetzt für ein Deck bei dir? Ich habe bekommen Verderbnis des Nordens. Die Schatten. Oh, Waldläufer-Spawner wurde freigeschaltet für mich. Geil. Und Wurzel-Dude. Er heißt wirklich Wurzeldude. Und Wurzeldude ist geil. Wurzeldude gefällt mir. Energiefluss, Verzauberung, Rüstung. Ah. Aber packen wir hier den Wurzel rein. Das ist ein Spawner, ne? Nee. Achso, den Spawner-Karte habe ich nicht. Das nicht kaufen, aber. Ja, Priester Spawner. Ach, ich habe nicht genug Geld, um den Priester Spawner zu kaufen. Okay. Wir müssen die denn erst noch kaufen. Ja. Du musst, glaube ich, einmal auf den Kartenhändler. Dann hast du die freigeschaltet und dann kannst du die kaufen praktisch. Ja, aber wir sind tatsächlich schon bei 20 Minuten angekommen. Ist aber eigentlich ein ziemlich witziges Game, finde ich. Cooles Game, also für einen Koop finde ich das echt super. Das ist so. Wie gesagt, das Ganze ist gesponsert bei Katapult. Das Game gibt's kostenlos auf Steam. Die Links sind unten in der Beschreibung. Schaut gerne rein. Macht echt Spaß, finde ich. Macht echt Spaß. Danke fürs Mitmachen, ja. Bi. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.